Hier mitten in der Hamburger City soll der 30-jährige Afghane die 14-jährige am vergangenen Samstagmorgen kennengelernt haben. Und hier im Notausgang eines Elektromarktes soll er sie wenig später vergewaltigt haben. Warum Mansur S. vor dieser mutmaßlichen Tat nicht längst abgeschoben worden war, erklärt die Hamburger Ausländerbehörde mit den Vorschriften der Bundesgesetzgebung. Er ist ausreisepflichtig. Und er fällt auch in die Kategorie der Straftäter, die nach Afghanistan abgeschoben werden können. Aber das Gesetz sieht eben auch vor, dass die Staatsanwaltschaft bei offenen Verfahren ein Mitspracherecht hat. Und in der Tat war ein Urteil gegen Mansur S. wegen Diebstahls und schwerer räuberischer Erpressung zu über 3 Jahren Haft noch nicht rechtskräftig, musste im Gegenteil sogar neu verhandelt werden. Im Ergebnis Strafverfolgung vor Abschiebung. Im vorliegenden Fall ist der Beschuldigte eben wegen eines Verbrechensvorwurfs verurteilt worden, und zwar zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, die auch nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Und da hat sich die Staatsanwaltschaft in diesem konkreten Fall dazu entschieden, erst einmal die Strafverfolgung weiter betreiben zu wollen. Und das geht hierzulande eben nur in Anwesenheit des Beschuldigten. Erst nachdem der Täter das Mädchen nach der Tat durch die halbe Innenstadt verfolgt hatte, konnte er schließlich festgenommen werden. Sowohl die Hamburger Staatsanwaltschaft als auch die Ausländerbehörde behaupten, mit Mansur S. korrekt nach dem Gesetz verfahren zu haben. Dennoch sind längst nicht alle Fragen beantwortet, vor allem die, wie es zu der schrecklichen Tat vom Samstag überhaupt kommen konnte.